Servus Leute, zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Hearthstone Heroes of Warcraft. Ich habe die letzte Quest abgeschlossen und jetzt habe ich eine neue Quest. Fügt feindlichen Helden 100 Schadenspunkte zu. Ist die Frage, wären theoretisch 4 Spielchen. Gilt das auch gegen Bots, ist die Frage. Ich habe die letzten 3 Spiele jetzt gegen normale gewonnen. Wenn man hier im Spielenmodus unter ungewertet spielt, kriegt man anscheinend nach 3 Siegen 10 Gold. Und man verliert auch keinen Stern, also es heißt 3 Siege anscheinend, weil ich habe auch mal verloren. Meine letzte Quest war nämlich dreimal dort gewinnen. Aber egal, ich habe jetzt das Kriegerdeck schön freigespielt und jetzt wollen wir es gegen den nächsten Part üben. Gegen den Schamanen. Ich zeige euch, wie final jetzt dieses Deck ist. Also das Standard-Deck. Garrosh gegen Thrall! Da geht natürlich noch einiges. Zeit ist gekommen. Ist das so? Sieg oder Tod. Der Arkanitschnitter ist teuer. Den kann ich jetzt noch nicht gebrauchen. Ja, die ist gut. Und ich bin als Zweiter dran. Sehr wohl. Ich glaube, der Schamane, die KI des Schamanen ist ziemlich schlecht, finde ich. Weil diesen Zauber, den würde ich niemals gleich am Anfang auf den Helden feuern. Der ist viel zu kostbar. Ich beginne mit einer robusten Kreatur mit 3 Leben. Seine Spezialfähigkeit ist, ein zufälliges Totem zu beschwören. Es gibt die Auswahl zwischen einer 0-2, die Spotten hat, einer 0-2, die ganzen freundlichen Kreaturen heilt, glaube ich. Eine 0-2, die plus 1 Zauberkraft gibt, heißt Zauber wie sowas, werden um 1 Schaden erhöht oder sowas. Und eine 1-1, ganz normal. Mit der könnt ihr angreifen. Ja, wenn ich Spotten hat, Angriff. Im Moment brauche ich nichts, also kann ich meine Fähigkeit einsetzen. 2 Rüstung erhalten. Das war's, genau. Ah, ein starker Zauber von ihm. Verhexung. Macht eine Kreatur zu einer 0-1. Mit Spott. Den habe ich gerade bekommen. Episch. Epische Seltenheit. Vernichtet zu Beginn eures Zuges alle Diener. Heißt, ich spiele ihn aus. Nächstes Mal, wenn ich dran bin und er liegt noch, werden alle vernichtet. Habe ich mir reingetan, falls ich mal Bock habe, hier das Board aufzuräumen. So. Ich frage mich, wenn ich auf den Schweigen setze. Nee, dann wird er wahrscheinlich nicht wieder zurückverwandelt. Die bringt auch nur was, wenn ich schon mehr Kreaturen draußen habe. Also, Armor ab und weiter geht's. Woo, Big Fat Jedi. Naja, dann machen wir doch mal auf Risiko. Das Ende naht, der Unterweltverkünder. Untergangsverkünder. Da spiele ich auch nichts weiteres aus. Und dann Armor ab. Da geht der Jedi mit drauf. Das macht er auch, das ist komisch. Schaut, der verschwendet, der hätte das nicht gebraucht. Tja. Er hat das. Ich wusste es. So. Die hat die wunderbare Fähigkeit, dass alle meine Kreaturen, meine anderen Kreaturen, Ansturm haben. Heißt, ich kann gleich angreifen. Was glotzt denn so? Na, der hat große Kreaturen. Das bringt nix. Das bringt nix. Naja, der hat sowieso Ansturm. Den, wenn ich hier hin mache, dann setze ich die zwischen die. Wow.
Für den Kriegshymnenklang! Und ich greife an. Ich kümmere mich drum. Für Höllschrei! Für Höllschrei, oh nein! Was? Und Spott! Und auch noch sowas. Na toll. Gut, der Spott kann ich losbekommen mit Schweigen. Oder ich setze ihm das... Wartet, ich hab 7. Die Tore sind geöffnet. Mach ich so, ja. Weiter. Der rennt jetzt da rein. Beide killen sich. Halt, noch nicht. Noch killen sich nicht beide. Ich werde... Was ihr wolle! Diese kleine Ratte. Schön, aber ich möchte gerne das machen. All meinen Schaden. Soll ich nochmal? Ach, was soll's. Ich kümmere mich drum. Ich nehme eine Waffe an mich. Soll ich angreifen? Ja. Der hat ja nichts mehr. Ein Schweinchen. Verdammt, damit kriegt er meine Kreatur. Genau, hier haben wir einen Totem mit Zauberschaden plus 1. Wenn er bloß Zauber hätte. Wenn ich es schweigend mache, dann wären... Genau, dann werden die Fähigkeiten neutralisiert. Das ist die Fähigkeit von Schweigen. Ziemlich stark. Sollte man meiner Meinung nach immer dabei haben. Im Deck. Um gegnerische Effekte neutralisieren zu können. Oh ja, jetzt passt er. Dann habe ich jetzt auch gewonnen. Lockjaw-Ogre. Das war der Krieger. Auch ganz nett. Ein paar nette Ansätze hat er auf jeden Fall. Mal schauen, was es da noch für feine Karten gibt. Aber als nächstes werden wir uns um den Schamanen kümmern. Wupp, wupp, wupp. Neues Deck. Schamane. Thrall. Was sind denn Schamanzauber? Okay, komplett heilen und Spott verleihen. Finde ich gar nicht mal so schlecht, besonders bei so beefigen, großen Kreaturen. Ein Schaden und einfrieren. Plus 3 temporären Schaden. Überladung. Eine Waffe mit Überladung. 2- und 3-mal kann ich damit angreifen. Achso, die waren in einem Booster drin. Windzorn für einen Diener. Heißt 2-mal angreifen pro Zug. Und die mächtigste Karte meiner Meinung nach. Verhexung. Ist fast wie das Schaf, bloß... Ja, irgendwie ein bisschen schlechter als das Schaf. Dafür kostet es weniger. Also von der Zauberin dieses in ein Schaf verwandeln macht ihr einen 1-1 draus. Hier wird eine 0-1 mit Spott. Und Spott, naja, ich finde Spott nicht so toll. Ah ja, da habe ich auch noch 2 bekommen. Gut, gut, gut. Dann werde ich mir aus den Karten ein Deck basteln. Und wir sehen uns als nächstes... Oh, WTF. Ach, du Heilige. Wie es scheint, kann man sich auch einfach selbst ein Deck bauen lassen. Warum nicht? Probier mal aus. Und zwar, wer ist der nächste Gegner? Der nächste Gegner wäre dann der Druide. Wir sehen uns, wenn ich die 10 Karten freigespielt habe. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.